Hallo, ich bin Danilo Kuscher vom Köhlers Görlitz e.V. und wir nutzen eine alte Industriebrache, nämlich das ehemalige Kühlhaus in Weinhübel, zu einer kulturellen Begegnungsstätte. Okay. Und welche Projekte führen Sie dort durch? Also wir haben verschiedene Sachen. Einerseits Veranstaltungen, Konzerte, Kinovorführungen und solche Geschichten und ansonsten noch eher Workshops und Vorträge. Wir haben eine Siebdruckwerkstatt, die man als Verein oder als Privatperson halt nutzen kann und auch eine Gemeinschaftswerkstatt, die auch zur freien Verfügung steht. Okay, wo kann der Kühlhaus e.V. noch ehrenamtliche Unterstützung gebrauchen? Ehrenamtliche Unterstützung brauchen wir insgesamt alles, was handwerkliche Sachen sind, weil wir viel zu machen haben, um das Industriegelände, sag ich mal, umzubauen. Und ansonsten viel in der Betreuung von den Projekten, wie die Siebdruckgeschichte, dass da jemand da ist, der sich zusätzlich noch drum kümmern kann, um die bisherigen Leute zu entlasten, weil die viel mit den Vereinsaufgaben eingebunden sind. Kühlhaus e.V., also warum seid ihr jetzt genau in dem Kühlhaus? Also wir haben das Kühlhaus mal entdeckt 2006, als wir auf der Suche waren nach einer Location, wo man Veranstaltungen machen kann. Und seit 2008 hatten wir dann die Möglichkeit, das Gelände zu nutzen. Seitdem machen wir das jetzt auch. Und dieser Wandel zu den Werkstätten und Vorträgen und Workshops, der ist eigentlich erst mit der Zeit gekommen, als wir gemerkt haben, dass wir selber älter werden. Und dass auch unser Zielpublikum sich eher so auf junge Familien richtet, die in unserer Altersgruppe liegen und nicht mehr so sehr auf die Jugend, die nur auf Disco gehen wollen. Aber sozusagen die Feierveranstaltung und Disco ist schon noch immer ein Schwerpunkt oder gibt es das gar nicht mehr? Na, Disco ist zum Beispiel so ein Punkt, wollen wir auf gar keinen Fall sein, sondern schon eher alternative Veranstaltungen machen, wo es kulturell tatsächlich auch was geboten wird. Also auch vielleicht ein paar besondere Konzerte, die es in Görlitz noch nie ohne weiteres gegeben hat und so. Okay. Macht ihr auch was für Kinder? Für Kinder gibt es immer, wir machen ein Herbstfest, das hat so Gartenfestcharakter, da gibt es immer eine große Bastelstrecke für Kinder mit Kinderbetreuung und zum Weihnachtsmarkt ebenso, wo Weihnachtsgeschenke gebastelt werden. Und ansonsten Workshops für Kinder können natürlich ebenso durchgeführt werden. Also Ehrenamtliche, die sagen, schon auch Erfahrung haben, zum Beispiel mit Kinderbasteln oder so, werden bei euch auch gut aufgehoben? Auf jeden Fall, ja. Wir haben auch eine gewisse Zusammenarbeit mit einem Mehrgenerationenhaus, die sowas bei uns schon gemacht haben, dieses Jahr zum Herbst basteln. Und ja, also solche Kombinationen sind immer günstig für uns. Okay, und wenn Sie mal in die Zukunft schauen, also wo soll das Kühlhaus, soll das mal richtig saniert sein oder was sind die Träume für die Zukunft? Okay, also saniert im Sinne von weißer Farbe und sowas haben wir nie vor, aber wir wollen auf jeden Fall den industriellen Charme von dem Gelände so weit wie es geht beibehalten und nur durch gewisse Akzente das im Prinzip wieder aufhübschen oder modernisieren. Ja, also da haben Sie mich jetzt auch neugierig gemacht. Ich glaube, da muss ich ja auch mal hin. Gut, vielen Dank.